Herzlichen Dank zunächst für die freundliche Einladung zu dieser Veranstaltung und für die freundlichen Begrüßungsworte. Man wundert sich natürlich, warum in Polen auf einmal etwas über die deutsche Sozialdemokratie gesagt werden soll. Vielleicht ist das zum einen dem Ansehen von Willy Brandt zu verdanken, nicht nur durch die Ostpolitik, sondern vor allen Dingen auch durch seine Zeit als Präsident der Sozialistischen Internationale, die durch ihn wirklich erst zu einer globalen Bewegung wurde und den Eurozentrismus überwand. Es gibt aber, denke ich, noch einen Grund, der greift dann weit in die Vergangenheit zurück. Das hängt mit der Formierung der sozialistischen Parteien und der Arbeiterbewegung in ganz Europa zusammen. Im Grunde kann man damals so drei verschiedene Modelle unterscheiden. Im westlichen Europa und in Skandinavien ging die Sozialbewegung, das Drängen auf sozialen Einfluss, vorab. Deswegen gab es meistens zunächst die Gewerkschaften und in Großbritannien entstand die Labour Party typischerweise als eine Tochter der Gewerkschaft. Im östlichen Europa, und damit meine ich vor allem das damalige zaristische Russland, Serbien und ähnliche Staaten, gab es weder soziologisch noch rechtlich eine ausreichende Basis für die Formierung einer eigenständigen Arbeiterbewegung, sei es in der Form von Gewerkschaften oder sei es in der Form von Parteien. Im Grunde konnte man sich eine Chance auf einen grundlegenden Wandel nur davon erwarten, dass das zaristische Regime an der Niederlage erlitt und man dann im Wege eines Putsches versuchte, die Macht zu ergreifen. In Deutschland, Mitteleuropa, und das greift letztendlich auch Polen ein, obwohl es damals nicht selbstständig war, entwickelte sich eine Art drittes eigenständiges Modell. Es wurde einerseits geprägt durch eine rasche Industrialisierung und eine partielle Modernisierung, zum Beispiel allgemeines Wahlrecht, und einem eher obrigkeitsstaatlichen Regiment, das zwischen Repression und der Einräumung einiger Wohltaten hin und her schwamm. Dadurch erhielt die deutsche und die andere mitteleuropäische Arbeiterbewegung sozusagen eine Art ambivalentes Gesicht. Sie formierte sich als eigenständige Partei gegen die eine reaktionäre Masse, gab sich als revolutionäre Partei und kämpfte zugleich für demokratische und soziale Reformen im bestehenden Staat. Durch ihre organisatorische Stärke, ihre großen Wahlerfolge und ihr revolutionäres Pathos beeindruckte und beeinflusste sie Sozialisten in vielen anderen Ländern. Das kann man gerade an der Wirkung des Erfurter Programmes nachvollziehen. In Finnland hat man es fast deutlich abgeschrieben. Die Anfänge der SPD reichen im Kern bis in die Europäische Revolution von 1848 zurück, als sie in Deutschland die Arbeitervertretung formierte. Ich lege da, und viele Historiker tun es mit mir, großen Wert darauf, obwohl ich natürlich dem lieben Lassalle etwas auf die Füße trete. Der ist sozusagen im Bewusstsein der Partei viel präsenter. Das ist 1863 sozusagen der Beginn der Sozialdemokratie. Aber gerade durch die Formierung in der Europäischen Revolution stellt man fest, dass dies nicht nur eine nationale Bewegung war, sondern eine weitgehend europäische Bewegung. Von Lassalle an entstand dann nur so etwas wie eine organisatorische Kontinuität der deutschen Sozialdemokratie, die nur durch die Verfolgung dem Sozialistengesetz, der NS-Diktatur und im östlichen Deutschland von der Zwangsvereinigung bis zur Entstehung einer neuen Sozialdemokratie 1989 verlief. Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit steht auf der alten Traditionsfahne der SPD. Dies knüpfte bewusst an die Ideale der französischen Revolution und der Aufklärung an.
als deren legitime Erbe sich die formierende Arbeiterbewegung empfand. Und diesen Grundwerten für eine humane, demokratische und soziale Gesellschaft hatte sich die SPD verschrieben, und zu ihnen stand sie auch in schwierigen Zeiten, zum Beispiel unter dem Sozialistengesetz, in der Zeit der NS-Diktatur und in der Auseinandersetzung mit dem Sowjetkommunismus. Die Kontinuität dieser prägenden Grundwerte trägt bis heute, auch wenn deren Konturen nicht immer so sichtbar werden. Sie haben identitätsstiftende Wirkung und weisen sich wie. Natürlich hat sich die Partei verändert. Von einer vorrangigen Klassenpartei mit marxistischem Vokabular zur linken, pluralistischen Volkspartei des Rudesberger Programms. Sie gab sich da als moderne Staatspartei der Bundesrepublik und feiert entsprechend den staatsbejahenden Lassalle als ihre Galionsfigur. Aber Godesberg war nicht das Ende der Geschichte. Das Rad drehte sich weiter auf die sozialliberale Regierungsära mit Willy Brandt und Helmut Schmidt, folgten noch frustrierende Jahre der Opposition. Und nach dem Fortschritt skeptisch, ökologisch friedensbewegten Schwenk der 80er Jahre und andere mit dem Berliner Programm von 89, musste sich die Partei erst auf die deutsche Einigung einstellen. Die heutige Welt ist eine andere als die des 19. Jahrhunderts und als eine andere als die vom Konflikt mit den totalitären Systemen geprägte des kurzen 20. Jahrhunderts. Die Umwälzung im östlichen Europa 89-90 und das Ende der Ost-West-Konfrontation markieren eine Zäsur. Die Rahmenbedingungen haben sich heute mit der Globalisierung verändert, die Gesellschaft sich gewandelt, in allen Staaten, wie in Polen weit mehr noch, als etwa in Deutschland. Vom demokratischen Sozialismus mag heute kaum noch jemand sprechen. Und die Anpassungen an die ökonomischen, sozialen und demografischen Veränderungen fordert einen hohen Preis. Mit der Sozialdemokratie allgemein verbindet sich wohl am stärksten das Anliegen von sozialer Gerechtigkeit. Das zieht sich wie ein roter Faden durch die Geschichte der SPD, ebenso wie bei ihren Schwesterparteien in Europa und der übrigen Welt. Alva Myrdal, die berühmte Theoretikerin der schwedischen Sozialdemokratie, formuliert das 1969 einmal mit den Worten: Das Wort Gleichheit hat während dieses ganzen Parteitages geklungen. So soll es auch sein. Die Gleichheit ist ja die eigentliche Zielsetzung, die unsere Bewegung besonders geprägt hat. Ähnlich hätten es auch andere aus der freiheitlich-sozialistischen Arbeiterbewegung formulieren können. So forderte etwa die Sozialdemokratie schon 1895 die Beseitigung aller sozialen und politischen Ungleichheiten und setzte sich im späteren Programm für gleiche Rechte und Pflichten aller im Unterschied des Geschlechtes und der Abstammung. Freiheit hieß damals vor allem Freiheit der Mächtigen. Nur die Staaten konnten sie wirklich auskosten und dies auf Kosten der Schwachen. Der junge August Bebel hat die Grundfrage einmal auf den Punkt gebracht: Die Freiheit höre da auf, wo sie hinübergreift in die Sphäre des anderen, das heißt, wo sie die Gleichheit versetzt. Dies war im Kern die Botschaft, mit der sich die Sozialdemokratie vom bürgerlichen Liberalismus unterschied. Freiheit und Gleichheit bedingen jeden miteinander, wie es später unter anderem das Godesberger Programm postulierte. Und dieses sozialdemokratische Gerechtigkeitsanliegen, das denke ich, ist wichtig, war nie etwas rein theoretisch Abstraktes. Es manifestierte sich stets in konkreten Forderungen und Handlungen, so etwa im 19. Jahrhundert auf 8-Stunden-Tag und Arbeiterschule. Und vieles aus diesem Katalog ist nicht zuletzt durch die Arbeit
der Sozialdemokratie und der Gewerkschaften Wirklichkeit geworden. Der Weimarer Sozialstaat basierte darauf, aber er stand auf schwachen Füßen, weil es an Wirtschaftswachstum fehlte und Politik und Gesellschaft schlitten damals von einer Krise in die andere. Nach 1945 knüpfte man im Prinzip wieder an Weimarer Sozialstaat an. Unter Bedingungen von Wirtschaftswachstum und Wohlstand konnte das soziale Netz dann ungleich dichter geknüpft werden. Der Sozialstaat ist als Schutz und Schild für die Schwachen unerlässlich und unverzichtbar für den sozialen Frieden. Aber das System des modernen Wohlfahrtsstaates basierte freilich auf der Prämisse, dass dies über stetiges Wirtschaftswachstum finanziert werden könnte. Die SPD setzte lange auf technischen Fortschritt bis zur Atomenergie, was manche heute nicht mehr so gerne hören, Entfaltung der Produktivkräfte und wirtschaftliche Effizienz. Im Zuge der ersten Energiekrise kamen dann erstmal Zweifel über die Grenzen des Wachstums auf und auch später wurden Fehler begangen, so die Finanzierung der deutschen Einigung weitgehend über Schulden, die die Haushalte des Bundes und die Sozialkassen bis heute schwer belasten. Soziale Gerechtigkeit ist und bleibt im Prinzip sozialdemokratisch anders. Doch die zu bewältigen Probleme unterliegen dem Wandel. Früher definierte sich soziale Gerechtigkeit vorrangig in Bezug auf die Eigentumbesitzenden und die besitzlosen Klassen. Heute stellt sich die Frage, auch im Blick auf die Verteilung der Lasten zwischen den Generationen, das Verhältnis von Arbeitsplatzbesitzern und Arbeitslosen, von öffentlichem Dienst und Privatwirtschaft, von Besitzständen und Subventionen, von Kinderlosen und Familien mit Kindern, ganz zu schweigen von der tiefen sozialen Schere in Europa und der tiefen Kluft zwischen der ersten und dritten Welt. Die soziale Frage gewinnt damit neue Dimensionen, adäquate Antworten finden müssen. Und die soziale Demokratie ist mehr als der im 19. Jahrhundert aufgebaute und ausgebaute Sozialstaat. Sie greift darüber hinaus demokratische Mitgestaltung, gesellschaftlichen Pluralismus, Betriebsräte und Gewerkschaften sowie eine Eigenverantwortung von Verbänden, Organisationen und Gruppen. Sie hält den Anspruch auf die möglichste Gleichheit der Lebenschancen, Bildung und Mitsprache des Wirtschaftsbürgers. Eine umfassende Lastenverteilung zwischen Generationen bleibt heute ein Gebot über den Tag hinaus. Es geht um mehr, um die soziale Kluft in der Gesellschaft, eine gerechtere Aufteilung der Lasten und Leistungen, die Zügelung eines hemmungslosen Finanzkapitalismus und eine ausgeprägte, moderne, zeitgemäße Gerechtigkeit. Das greift über den nationalen Rahmen hinaus. Wir brauchen alle, zumindest Europa, um etwa Maßnahmen wie die Finanztransaktionssteuer und eine gewisse Vereinheitlichung sozialer und finanzpolitischer Normen wirksam durchzusetzen. Wir müssen lernen, stärker europäisch zu denken und zu handeln. Denn nur so können wir unseren Ländern, unserem Europa und unserer Welt etwas sozialer gestalten. Schon der altehrwürdige Name Sozialdemokratie weist darauf hin, dass es neben den Sozialen stets auch um Demokratie, Staat und Gesellschaft geht. Die SPD kann stolz sein auf diese Geschichte als Partei der Freiheit und des Einsatzes für Bürgerrecht und Demokratie. Während im westlichen Europa das liberale Bürgertum die
parlamentarische Demokratie erstreckt, lag in Deutschland des 19. und frühen 20. Jahrhunderts auch die Hauptlast im Ringen um demokratische Freiheiten auf den Schultern der sozialdemokratischen Arbeiterbewegung. Beispiel allgemeines gleiches Wahlrecht, zwar auch auf für Frauen, Parlamentarisierung, Vereins- und Koalitionsfreiheit, Freiheit der Kunst und der Wissenschaft. Und das zahlt mehr als in der Tat manchmal problematischen marxistisch geprägten Theorien vom Vorrang der Befreiung der Klasse. Doch dieses Gleis wurde in der Praxis so nie befahren und mit Godesberg theoretisch längst verlassen. An Freiheit und Demokratie schieden sich die Wege von demokratischen Sozialisten und bolschewistischen Kommunisten. Für die Sozialdemokraten waren freie Wahlen unverzichtbar, jede Form von Diktatur verwerflich, die demokratische Ordnung ein elementarer Grundwert und Bürger- und Menschenrechte unantastbar. Es gab für die Sozialdemokratie, wie es in der Erklärung der Sozialistischen Internationale von 1953 hieß, keinen Sozialismus ohne Freiheit. Nur durch die Demokratie und in der Demokratie lasse sich das sozialistische Ziel einer gerechten Gesellschaft erreichen. Der kommunistische Weg endete, gesäumt von unzähligen Opfern in einer Sackgasse. Der sozialdemokratische führte bei allen Rückschlägen und auch Fehlern doch zu einer freiheitlich-sozialeren Gesellschaft, die nach 1945 ihre Blütezeit erlebte. Als Kämpferin für Demokratie und Freiheit, für Menschenrecht und Menschenwürde, hat die Sozialdemokratie so eine gute, verpflichtende Tradition. Es wäre von Nutzen, wenn dieses Profil in der Politik der Partei deutlicher markiert und auch in der Öffentlichkeit stärker hervortreten würde. Das gilt nicht nur für die Deutsche, sondern für jede Sozialdemokratie in den verschiedenen Staaten, Gesellschaften dieser Welt. Die SPD hat sich in ihrer Geschichte auch fast immer als Anwalt für Frieden und Völkerverständigung profiliert. Das ist etwas anderes als blauäugiger Pazifismus. Das Verhältnis zur Nation war, bedingt durch den preußisch-deutschen Obrigkeitsstaat, linkisch schwierig. Aber die Sozialdemokraten waren keine vaterlandslosen Gesellen. Sie wandten sich gegen den Nationalismus und Imperialismus wie gegen das Spiel mit dem Krieg. Aus der Friedenssehnsucht und dem ehrenwerten, aber machtpolitisch ohnmächtigen Internationalismus wurde Friedenspolitik. Die Sozialdemokratie setzte sich für Verständigung zwischen den Völkern, für eine internationale Schieds- und Sicherheitsordnung und früh schon 1925 für die Vereinigten Staaten von Europa ein. Unter Willy Brandt wurde das große Werk des Ausgleichs mit den östlichen Nachbarn auf den Weg gebracht und von Helmut Schmidt fortgesetzt. Damals wurden Grundlagen gelegt, die erst neben vielen anderen die Voraussetzung für einen friedlichen Wandel in Europa schuf. Brandts Vision von einem Volk guter Nachbarn hat sie erfüllt und zu einem Aktivposten der Friedenssicherung, zum Helmut Schmidt, wurde das neue demokratische Deutschland. Ich denke, das gilt gerade im Verhältnis zu Polen. Über die geeigneten Schritte zu Frieden, die Haltung zu griechischen militärischen Machtmitteln, gab es in der Sozialdemokratie gewiss manche Konflikte. Erinnert sei an den 4. August 1914 bis zur Spaltung der Partei. Hitler bedeutet Krieg, das nie wieder Krieg nach 1945, die Debatte um Blauhelm einsetzen, bis schließlich zum Kosovo-Krieg, dem 11. September 2001 und Afghanistan. Die jeweils konkreten Entscheidungen waren durchaus umstritten. Aber dennoch zeichnet sich in der Haltung zu Krisen und Konflikten eine gewisse rote Linie ab.
Die Sozialdemokratie blieb sich in einem zentralen Punkt treu. Dies betrifft die Zurückhaltung gegenüber machtpolitischen Vorbrechen und das vorrangige Setzen auf Konfliktverhütung, Ausgleich und friedliche Lösung. Dabei geht es nicht, wie einmal von der US-Administration suggeriert, um einen neuen deutschen sozialdemokratisch-grünen Sonderweg. In der Substanz brächte sich darin ein anderes europäisches Verständnis von Konfliktausfragen aus, als etwa bei der Bush-Administration. Lionel Jospin brachte es 2002 auf den Punkt: Europa stehe heute für Ausgleich, Verständigung und Toleranz, für eine eigene Art, gegen Ungleichheit und Diskriminierung anzugehen, Freiheit zu verteidigen und Frieden zu sichern. Auch Gerhard Schröder hat dies mehrfach so formuliert, doch in der Partei wurde es eher überhört. Europa, und nicht nur das vorgeblich alte Europa, Polen gehörte damals für die Bush-Administration allerdings zum neuen Europa, ist doch ungeachtet einiger Dissonanzen und Differenzen zu einer echten eigenen Wertegemeinschaft geraten. Das Konzept einer sozialen Demokratie unterscheidet sich vom US-amerikanischen liberalen Modell eines Ellbogenkapitalismus, die Priorität von schiedlicher Konfliktregelung, vom Drang zu präventiver militärischer Intervention. Europa ist ein Modell für das Lernen aus harten historischen Erfahrungen, für friedlichen Ausgleich mit kultureller Vielfalt und zivilisierender Ausstrahlung. Darin liegen Aufgaben und bieten sich Chancen für die Zukunft. Und dazu gehört dann wohl auch ein gemeinsames soziales und finanzpolitisches Netz in Europa, sowie letztlich wohl auch ein eigenes Macht- und Sicherheitspotenzial. Nach 150 Jahren Politik für die Menschen ist das sozialdemokratische Projekt jetzt sehr allgemein gesprochen, nicht verbraucht. In Deutschland nicht und nicht in Europa. In einer gewandelten, globalisierten Welt und konfrontiert mit großen Herausforderungen muss sich die Sozialdemokratie heute bewähren. Ihre Grundsätze stehen nicht zu den Dispositionen. Es geht darum, sie zeitgerecht und sachgerecht umzusetzen und den Bürger zu vermitteln. Die Partei in Deutschland steht auch heute in der Öffentlichkeit und der Wählergunst nicht besonders gut da. Vielleicht etwas besser, als es in Polen der Fall ist. Statt 1 Million Mitglieder in den 70er Jahren zählt sie nur mal die Hälfte. Wahlergebnisse von Treffen über 40% sind Vergangenheit. Und mit den Grünen und den Linken etablierten sich Konkurrenten und die SPD dümpelte heute bei 25% dahin. Parteivorsitzende kamen und gingen in rascher Folge. Und der Kurs der Partei wirkte nicht immer klar. Mal mehr Pragmatismus, mal mehr idealistisches Umstecken. Trotz unbeschreibbarer Erfolge in der Großen Koalition fehlt es der SPD an einem markanten Profil, überzeugenden Konzepten, Schlagkraft und attraktiven Köpfen. Bei der Union thront Angela Merkel ganz oben und kommt als Mutti für das Land bei der Bevölkerung gut an. Sie versteht es, den Typus einer nüchternen, sachorientierten Politikerin zu verkörpern und die Menschen fühlen sich bei ihr gut angeflogen. Und Parteien profitieren in unserer Mediendemokratie vor allem von ihren Kanzlern. Der SPD fehlt dieser Kanzlerbonus und sie kann ihn nicht wirklich kompensieren. Zwar verbuchte die Partei Erfolge auf lokaler Ebene, vor allem in den Großstädten und in den Ländern. Aber anders als früher
strahlt das nicht auf die ganze Bundespolitik aus, weil es an Persönlichkeiten fehlt, die Aura, Charisma besitzen. Und heute dominiert dort eher der Typ eines pragmatischen, sehr aufrechten, sehr um die Belange der Bürger besorgten Politikers. Die kurzfristigen Aussichten der SPD, auch in Deutschland, sind nicht so gut und tragfähige Alternativen kaum gegeben und eine baldige Übernahme des Kanzleramtes so nicht in Sicht. Auch die deutsche Sozialdemokratie braucht einen sehr langen Atem, ein tragfähiges, kantiges Profil, nicht nur soziale, sondern auch wirtschaftspolitische Kompetenz und Politiker, Persönlichkeiten, die überzeugen und bei Bürger ankommen. Und sie muss darauf setzen, dass die populäre Angela Merkel sich am Ende schließlich auch so verbraucht wie Helmut Kohl. Der Weg ist dornig und lang für die Partei wie für die Mitglieder der Partei. Man kann nur darauf setzen, dass Praxis, Programm und Profil wieder geschärft werden und sich Politikerpersönlichkeiten finden, die Ausstrahlung besitzen und ankommen. Einem großen Erbe verpflichtet, und darüber habe ich in der Hauptsache geredet, muss die Sozialdemokratie heute in Deutschland und Europa mühsam danach streben, mit Geduld, Mut, Tatkraft und Geschick das sozialdemokratische Projekt irgendwie wieder nach vorne zu bringen. Das braucht Zeit und es braucht einen Wandel des Zeitgeistes, um so die Gestaltung der Zukunft anzugehen. Dankeschön.